So, der letzte Tag, die letzten Minuten hier unten am Meer für dieses Jahr, hoffentlich, wenn Gott will, dass ich es bald wieder sehe, das Meer. Ich genieße es jetzt noch ganz kurz, 5 Minuten. Ja, und dann haben wir eine weite Fahrt vor uns, dann geht es natürlich wieder los. Wir haben uns aber gut erholt, das war sehr wichtig und haben das auch sehr genossen. Und nächstes Jahr sind wir dann mit Baby am Meer, mit Kleinkind. Bin schon gespannt. Hab schon zu meinen Jungs gesagt, als ich da auf der Liege war und die beobachtet habe da hinten auf der Hüpfburg, dass es nächstes Jahr sicher nicht so entspannt läuft, weil ich dann einem kleinen Kind, ob Junge oder Mädchen, werden wir ja noch sehen, ja, hinterher rennen werde. So ist es. Aber ich freue mich drauf. Ja, und jetzt genieße ich noch die letzten 5 Minuten. Mein Mann, der holt das Auto. Und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. So. Ciao, Mare. Ich bin schon ein bisschen traurig. Ich liebe halt das Meer. Und ich sehe es so selten. Ja. Aber alles gut. Alles gut. Ciao, Mare. Ich darf das sagen. Auch wenn es kroatisches Meer ist. Wenn meine Mutter sich drüben ans Ufer stellen würde, in Bari, könnten wir uns zuwinken. Übertrieben jetzt gesprochen. Also, meine Männer warten, glaube ich. Nee, noch nicht fertig. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ich gehe auschecken. Was sein muss, muss sein, ne? So, ich konnte jetzt noch gar nicht auschecken. Es ist nämlich noch eine Kurtaxe fällig und das wusste ich nicht. Ich hole jetzt mal schnell Geld. Als würde ich das extra machen, ne? Hier das Ganze in die Länge zögern, damit ich noch ein bisschen das Meer sehe. Nein, Quatsch, Spaß. Ich hatte das noch auf dem Schirm, dass meine Kurtaxe bezahlen muss, aber irgendwie habe ich es halt jetzt vergessen. Ja, hallo. Ja, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder da. Grüße dich. So, wir haben jetzt fast 15 Stunden gebraucht. 15 Stunden, oh mein Gott, aber wir sind wieder da. Ja, hallo. Yay, wir sind wieder da, ihr habt es schon gesehen. Der Alltag hat uns auch schon wieder. Yay. Oh Gott, wenn ich euch sage, was heute bei mir auf dem Plan stand. Hilfe. Deswegen bin ich auch ziemlich kaputt. Wir haben es auch schon sehr spät am Abend. Und zwar haben wir es 8 Uhr. Ich komme gerade vom Büro. Wie gesagt, der Alltag hat uns wieder. Morgen stehen auch wieder Zahnarzttermine an. Kieferorthopäden für den Lissandro und für den Moritz. Aber ich wollte mich jetzt natürlich nochmal bei euch melden. Ihr habt es gesehen. Wir sind losgefahren. Die Bella hat sich total gefreut, als wir angekommen sind. Wir haben 15 Stunden gebraucht. Es ging eigentlich. Wir waren nur in Slowenien, glaube ich, 20 Minuten gestanden am Grenzübergang. Das dauert immer ein bisschen, bis die ganzen Ausweise kontrollieren. Aber es war alles im grünen Bereich. Trotzdem natürlich total anstrengend, ne? 15 Stunden. Aber der Urlaub war richtig, richtig schön. Kroatien ist wirklich ein schönes Land. Die haben ein unglaublich schönes Meer. Also Wahnsinn, wirklich. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Ach, ich setze mich einfach mal kurz hier hin, mache mal Pause. Ja, mein Tag war nämlich heute sehr anstrengend. Das erzähle ich euch auch gleich. Ist jetzt gerade nur vom Licht nicht ganz so gut. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich brauche mal eine kurze Pause. Und zwar hatte ich heute einen großen Zuckertest. Mir wurde quasi 3-mal Blut abgenommen innerhalb von 2 Stunden. Da. Heute Morgen um 7:30 bin ich losgefahren zu meiner Frauenärztin. Ich musste noch tanken. Ja, danke fürs Gespräch. Aber wir sind ja heute Nacht erst um 1 angekommen und hatten nicht mehr ganz so viel Tank. Und deshalb, ja, habe ich zu meinem Mann gesagt, auf geht's nach Hause, brauchst jetzt nicht noch tanken. Normalerweise macht er das natürlich auch. Aber er musste ja heute Morgen dann um 5 auch schon wieder aufstehen, um dann um 7 zu arbeiten. Wie gesagt, der Alltag, was aber auch super ist. Also ich freue mich total, wieder hier zu sein. Es ist so, so schön, als ich hier hochgekommen bin und hier reingekommen bin, die Küche. Und ja, ich freue mich schon aufs Kochen. Und das ist halt immer schön, wenn man wieder zu Hause ist und sich dann aber auch auf die Arbeit freut. Wir haben uns wirklich
gut ausgeruht. Wir waren jetzt 8 Tage weg. Das war aber auch dringend notwendig. Ja, wir haben die Pause einfach genossen. Wir haben viel mit den Kindern natürlich unternommen. Ich musste nichts kochen, ich musste nicht waschen, ich musste nicht einkaufen, wie es halt für uns Frauen immer so ist. Und das ist schon eine Erleichterung. Also ja, es ging uns wirklich gut. Und wie gesagt, Kroatien ist sehr, sehr schön. Jetzt war es halt so, dass ich den Termin heute hatte. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja, wieso hast du den gleich auf den nächsten Tag gelegt? Das ging nicht anders, weil die Frauenärztin, die hatte mich am Donnerstag, als wir losgefahren sind, angerufen morgens, dass mein erster Zuckertest nicht in Ordnung war. Ich habe euch von dem Zuckertest erzählt, das war ja der kleine mit 50 Gramm Zucker und einmal Blut abnehmen und so weiter. Und dann rief sie mich an und meinte, der wäre nicht in Ordnung. Dann bin ich natürlich total erschrocken, aber an dem Tag selbst konnte ich dann nicht zu ihr fahren. Wie gesagt, wir waren ja schon fast auf dem Weg in den Urlaub und deshalb haben wir es dann eben auf heute verlegt. Jetzt habe ich natürlich nicht viel geschlafen heute Nacht und dann heute Morgen gleich los. Und ich dachte, mir wird es ziemlich schlecht gehen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es mir dann von meinem Kreislauf her nicht so gut geht. Aber das hat echt alles gepasst. Ich durfte auch liegen. Das war natürlich auch ein großer Vorteil. Und die Zeit ging auch relativ schnell rum. Jetzt klingelt es, glaube ich, gerade, oder? Ja, jetzt klingelt das Telefon. War ja klar. Moment, das ist bestimmt meine Mama. Okay, das war nicht meine Mama, das war mein Bruder. Er wäre in einer Minute da, ich soll mal runterkommen. Das ist so ein... Als hätten wir keine Klingel. Jetzt steht er gleich da. Der ist so lustig. Ich erzähle euch gleich weiter, wartet mal kurz. Den habe ich ja jetzt ganz lang nicht gesehen, den Bruder. Ja, Bella, der Bruder kommt. Ja, du freust dich auch, ne? Komm, wir gucken, was der Bruder will. So, 5 Minuten. Immer nur 5 Minuten. Mein Bruder, der bleibt ganz kurz. Erzählt mir so das Neueste. Und dann geht er wieder. Ne, Bella? Die Bella hat sich jetzt total gefreut. So, also ich erzähle euch jetzt weiter. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. So, dann erzähle ich euch mal weiter. Also man muss nüchtern hingehen, dann wird einem das erste Mal Blut abgenommen, dann muss man diese Zuckerlösung trinken. Das waren aber diesmal mehr Gramm Zucker, ich glaube 70 Gramm, aber lasst mich da jetzt bitte nichts Falsches sagen. Und dann wird 1 Stunde gewartet, dann wird nochmal Blut abgenommen und dann wird nach 1 Stunde nochmal geschaut, wie der Körper quasi das Zucker abbaut. Ja, und das habe ich heute gemacht. Und deshalb bin ich jetzt auch ziemlich kaputt nach dem Tag. Ich habe natürlich viel Wäsche gewaschen, bin hier rumgewirbelt und habe alles Mögliche erledigt. War dann eben, wie gesagt, jetzt auch arbeiten. Und deshalb bin ich jetzt ziemlich kaputt. Ich bin jetzt gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Ich hoffe natürlich, dass ich ja keinen Schwangerschaftsdiabetes habe. Hatte ich in den anderen 4 Schwangerschaften auch nicht. Aber die Ärztin hat gesagt, dass das durchaus dann trotzdem kommen kann. Und wir werden jetzt einfach mal sehen. Da bekomme ich dann in 2 bis 3 Tagen Bescheid. Ja, also da werde ich angerufen, falls es nicht in Ordnung ist. So rum. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Urlaub zurück. Wie gesagt, Kroatien ist total schön. Ich kann es euch empfehlen. Also das Meer ist glasklar. Die Kinder hatten total viel Spaß. Man kann schnorcheln. Man sieht halt alles. Das ist für mich ideal, weil ich habe im Meer immer total Angst. Gerade an der Adria, also weiter oben, wenn du halt ja nichts siehst. Und dann denke ich immer, oh Gott, und wenn da jetzt eine Qualle ist oder, ja, keine Ahnung, ein Seeigel, irgendwas. Ich finde es halt nicht so angenehm und deshalb schwimme ich da nicht so gerne. Aber in Kroatien ist das was ganz anderes. Vom Essen her war es nicht ganz so gut. Das muss ich natürlich auch zugeben. Ich muss aber auch sagen, dass wir ziemlich verwöhnt sind. Also so die ersten 3 Tage gingen natürlich. Aber irgendwann konnte ich es dann echt nicht mehr sehen. Und jetzt freue ich mich halt auf meine Nudeln. Ganz klar, als Italienerin hier, ne? Ja, die haben natürlich leckeres Obst und ganz tolles Gemüse. Aber wie gesagt, jetzt so vom Hotel her, jetzt ein richtig schönes, warmes Gericht. Ja, also wie gesagt, das war halt eher gewöhnungsbedürftig. Wir sind dann auch mal Pizza essen gewesen, das war lecker. Aber Essen ist jetzt nicht das Wichtigste, wobei meine Mutter... Das Erste, was sie gefragt hat, als wir angekommen sind und sie mich anrief, meinte sie, und, wie ist das Essen? Das ist so typisch italienisch, echt. Ich habe mich so kaputt gelacht. Sag ich, Mama, es gibt auch noch andere Sachen hier, ne? Naja, egal. Ja, das war wieder so typisch meine Mama. Ja, okay, meine Lieben, also,
Das war es jetzt erstmal soweit an dieser Stelle. Es sind ganz viele Pakete gekommen. Es sind tatsächlich auch viele Babysachen gekommen. Die würde ich euch dann einfach im nächsten Video zeigen, weil jetzt das Licht einfach total schlecht ist. Ich musste in Kroatien, das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, ganz oft an die Ricarda denken. Die Ricarda, die mag ich super gerne. Die habe ich das erste Mal live beim HelloFresh Event gesehen, zusammen mit ihrem Mann, dem Peter. Und das ist ja ein Landsmann. Quasi und der hat mir auch ganz viel von Kroatien erzählt und hatte mir dann eben auch Makarska empfohlen. Da waren wir ja, falls ihr meinen Blog gesehen habt. Und als wir dort angekommen sind, musste ich die ganze Zeit an Ricarda und Peter denken und an die Kinder. Und es ist so lustig, weil wir haben so einen Running Gag. Und zwar beim HelloFresh Event hatte er gesagt, dass er unseren nächsten Urlaub in Kroatien bezahlt. Und das ist so unser Running Gag. Das ist natürlich nur ein Spaß. Aber die Sequenz, die kann ich euch jetzt mal ganz kurz einblenden, weil es einfach zuckersüß ist, wie die Ricarda so neben mir steht. Und dann lernt ihr sie jetzt auch mal kennen, falls ihr sie noch nicht kennt. Ja, Kroatien, fahren zusammen. Hallo! Gehört euch nicht? Die Ricarda! Ricardas Mann lädt mich gerade nach Kroatien ein, zusammen mit der Familie. Ja, was mache ich mit beiden Kindern? Familien. Auch mit dem alle ja. Mitnehmen. Aber zu Familien und Großfamilien. Yay! Nehmen wir das Haus in Milna wieder. Ja. Okay, ihr habt es gehört, ihr wart jetzt mit dabei. Zahlst du auch? Zahl, er zahlt. Er hat gesagt, er zahlt einen Urlaub. Ja. In Kroatien. Oh, ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja, wir kommen mit, Peter, wir kommen mit. Guck mal, das ist geboren. Ja, also falls ihr die Ricarda noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihr auf dem Kanal vorbei. Es ist wirklich eine ganz, ganz Liebe. Ich muss immer, wenn ich ihre Videos schaue, dran denken, wie das bei mir so war, weil wir das gemeinsam haben, quasi drei kleine Kinder in so kurzen Abständen bekommen zu haben. Bei ihr ist es jetzt natürlich frisch, bei mir ist es ja schon ein paar Jahre her. Und ja, deshalb schaue ich sie so gerne und ich mag sie halt einfach total als Mensch. Wie gesagt, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Link ist unten in der Infobox. Sie weiß jetzt nichts davon, dass ich davon jetzt spreche. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Bella, wer ist denn da? Ist da gerade jemand gekommen? Ha? Bella. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Also ich habe euch ein bisschen was vom Zuckertest erzählt. Jetzt nichts Spektakuläres. Und jetzt mache ich hier einfach mal weiter. Ja, Bella. Ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Da würde ich euch dann die Babysachen zeigen. Bella, was ist denn? Warum bist du so aufgeregt? Da ist scheinbar jemand. Ja, also im nächsten Video zeige ich euch dann die Babysachen, die angekommen sind. Ich wollte auch noch ein Video machen zum Namen fürs Baby. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Abonnieren ist kostenlos. Nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend. Lasst es euch gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ich gehe mich jetzt mal umziehen und mache Abendessen für meine Kinder. Bis bald. Tschüss. Bevor ich es vergesse, ich war jetzt gerade schon unten, wir haben alles selbst bezahlt, natürlich. Ne? Also der ganze Urlaub wurde nicht gesponsert oder so. Ich glaube, das muss ich auch nicht dazu sagen. Ihr wisst ja, dass ich immer ehrlich mit euch bin. Aber das wollte ich jetzt noch ganz kurz hinzufügen.